Abend erstmal und ganz, ganz herzlich willkommen. A very warm welcome to all our international guests. We are so glad to have you here. And bonsoir, bienvenue, messieurs et dames, et guten Abend und herzlich willkommen. Wir sind begeistert, wie viele Gäste unserer Einladung gefolgt sind und welche Entfernungen zurückgelegt wurden. Wir haben sogar Gäste, die bis auf Offenbach über den Main gereist sind, um diesen Abend mit uns zu erleben. Die wichtigsten an diesem Abend seid ihr. Ihr, die 115 Mitarbeiter, die das ganze Jahr über beste Arbeit leisten. Die, die auch, wenn es mal eng wird, zusammenhalten und die es sogar mit uns beiden Geschäftsführern aushalten. Ihr seid der Motor, der Friedrichs am Laufen hält. Und ohne euch hätten wir es nie geschafft, die Firma in ein erfolgreiches 176. Jahr zu führen. So, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man wirklich immer so, man sagt das so salopp, dem Volk aufs Maul schaut. Ich finde das toll, wenn jetzt wirklich mal Kollegen zu Wort kommen und genau das passiert jetzt. Was mir gut gefällt, ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Wir sind schon ein gutes Team. Wir helfen uns gegenseitig, wenn einer Hilfe braucht, ist einer für den anderen da. Kann man immer ihn fragen, der hilft einem immer und kann sich immer gegenseitig einen Tipp geben, ist immer einer für einen da. Viele Eigengewächse haben wir rausgebracht in den letzten Jahrzehnten. Und die Mannschaft ist das A und O von der Firma. Denn nur mit dem Team ist man stark. Das ist der wesentliche Punkt. Das ist ein People's Business. Wenn Sie nicht die richtigen Leute haben, können Sie nicht spezialisieren. Das heißt, Sie müssen immer nach den richtigen Mitarbeitern Ausschau halten. Sie müssen sie suchen, Sie müssen sie finden. Sie müssen sie vor allem auch weiterbilden. Und wir haben heute Abend einen ganz besonderen hier. Wenn ich es mal richtig verstanden habe, ist er einer von zwei Bundessiegern im Wettbewerbslackieren. Hat Deutschland vertreten, jetzt im Sommer, ganz genau im August, war 2015 in Brasilien bei der Berufsweltmeisterschaft der World Skills 2015. Auf diesen jungen Mann sind wir besonders stolz. Das ist unser Maid. Lieber Maid, komm doch bitte mal zu uns hoch auf die Bühne. Der Maid hat bei den Weltmeisterschaften unter 36 Nationen den vierten Platz bei den Lackierern belegt. Und lieber Maid, damit dir das nächste Mal das nicht mehr passiert, dass dir die Tür runterfällt, überreichen wir dir jetzt die goldene Schraubzwinge. Im Schnitt bewegen wir im Jahr 2500 Fahrzeuge. Das macht in der Woche ungefähr 50 Wagen. Und was das für uns bedeutet, das zeigen wir jetzt mal in dem Film. Liebe Frau Friedrichs, ich denke, Ihr Mann kann heute stolz und zufrieden auf Sie und sein Werk herunterschauen, das Sie mit der Stiftung fortgeführt haben. Sehr geehrter Herr Geschäftsführer, ich möchte Ihnen im Namen des gesamten Magistrates der Stadt Frankfurt am Main noch einmal ausdrücklich für Ihre unternehmerische sowie gesellschaftliche Leistung danken. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Kraft, Leidenschaft für das, was Sie tun. Und wir freuen uns, dass Sie zu einem ein starker Partner hier in der Handwerksfamilie sind. Und feiern Sie heute Abend. Sie haben das verdient. Wir sind als Berufsverband sehr froh, dass wir eine solche Firma hier in unseren Reihen haben und wünschen der Firma Friedrichs für die Zukunft, für die nächsten 175 Jahre alles erdenklich Gute, unternehmerische Weitsicht und weiterhin hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu diesem bedeutenden Geburtstag überbringe ich Ihnen meine herzlichen Glückwünsche, zum einen ganz persönlich als Kollege und Frankfurter Unternehmer und zum anderen als Präsident des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes. Individualität hat in Frankfurt am Main einen Namen, Karl Friedrichs. Und bleiben Sie dabei, bleiben Sie auf diesem Weg, herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die nächsten Jahre. Für die Zukunft wünsche ich Friedrichs, dass Sie immer so jung bleiben, wie Sie heute sind und dabei ganz alt werden. Für die Zukunft wünsche ich mir, bleibt bei eurer Flexibilität, der Qualität und der Kundennähe, die ihr uns gegenüber gezeigt habt.